Also langsam könnte Claudia auch mal wieder zurückkommen. Ich meine Emma natürlich auch, aber ich vermisse meinen Schatz so. Hey Papa, guten Morgen, Schlafmütze. Sag mal, was ist mit dir los? Bist du krank? Papa, normalerweise bist du doch längst schon wach und... Eieiei, der sieht ja echt schrecklich aus heute. Julian, kannst du nicht jemand anderes nerven? Also ich möchte jetzt nicht. Lass mich in Ruhe. Ich möchte hier noch schlafen im Bett. Ja, ist ja gut. Oh Mann, was ist denn mit Papa los? Der ist echt schlecht gelaunt. Ich möchte heute einfach nur im Bett bleiben. Den ganzen Tag. Alleine. Ich möchte niemanden sehen. Außer vielleicht Claudia. Hanna, was machst du? Wir haben einen Notfall mit Papa. Ja, Hanna ist wohl nicht in ihrem Zimmer. Hanna, bist du unten? Hanna? Aha, da kommt Julian und ich kenne ihn doch. Der will sich jetzt hier wieder hinsetzen und dann will er das Fernsehprogramm bestimmen. Ich mache mich mal extra ganz breit. Hanna, wo bist du denn? Es gibt was ganz Wichtiges zu besprechen. Oh, was denn, Julian? Du willst jetzt besprechen, welches Fernsehprogramm wir gucken. Aber nein, das gibt's nicht. Heute bestimme ich. Wir gucken einen Pferdefilm. Nein, Hanna, es geht um Papa. Also ich glaube, der ist krank oder so. Ich weiß nicht, der sieht ganz schlimm aus. Oh nein, was ist wohl mit Papa los? Irgendwie müssen wir ihn wieder aufmuntern. Komm, wir gucken mal in der Küche, ob wir was haben, womit wir Papa glücklich machen können. Oh, Julian, ich hätte niemals gedacht, dass ich das mal sage, aber denkst du, was ich denke? Ja, du hast recht, Hanna. Also ich glaube zwar nicht, dass ich das jemals gemacht hätte, aber für Papa muss es heute sein. Wir braten für Papa Spiegeleier. Die wir eigentlich nicht so gerne mögen, aber er mag sie nun mal so gerne. Und wenn wir die jetzt hochbringen zu ihm, dann wird es ihm gleich wieder gut gehen und er wird bessere Laune haben. Hanna, sei wirklich vorsichtig. Es ist wirklich sehr schlimm mit ihm heute. Hey, Papa! Och, Kinder, was wollt ihr denn? Könnt ihr mich nicht einfach in Ruhe lassen? Oh, Julian, du hast recht. Es ist wirklich ziemlich übel mit Papa. Du Papa, wir haben eine Überraschung für dich. Wir haben Spiegeleier für dich gebraten. Na, möchtest du die? Was? Ja, also die Spiegeleier, die könnt ihr mir gerne geben, aber dann möchte ich wieder alleine sein. Bitte. Nur 3 Spiegeleier? Hätten wir nicht noch ein bisschen mehr machen können? Hast du gesehen? Es war wirklich schlimm mit Papa, oder? Oh Mann, wirklich. Ich habe ihn noch nie so gesehen. Ich weiß, Julian, das wird dir nicht gefallen, aber vielleicht solltest du Papa dein Tablet geben. Dann kann er vielleicht irgendwie sich ein paar Videos angucken oder ein bisschen Musik hören und dann geht's ihm vielleicht gleich besser. Was? Bist du noch bei Verstand? Ich soll mein Tablet mit Papa teilen? Nein, never. Aber Julian, es ist echt ernst. Wir müssen das tun. Ist ja gut, dann bekommt er halt mein Tablet. Ist ja in Ordnung, Mensch. Und ich möchte wirklich nicht, dass Papa traurig ist. Deswegen kriegt er noch mein Skateboard heute. So, Pia, jetzt geht's rüber. Du bist einfach so zuckersüß. Wenn man dich sieht, muss man einfach gute Laune haben. Naja, und meinen Laptop habe ich auch noch mal mit eingepackt. So, da wären wir wieder. Wir haben ganz viele tolle Sachen für dich mitgebracht, Papa. Noch mehr Spiegeleier? Ach, nee, danke. Ich möchte einfach nur eure Mutter. Also, Papa, wenn du möchtest, kannst du Julians Tablet benutzen oder meinen Laptop. Oder wenn du willst, Papa, zeige ich dir auch ein paar Skateboard-Tricks. Ich bring dir die bei. Und guck mal, hier ist Pia, Papa. Ist die nicht schön flauschig und kuschelig? Die möchte unbedingt bei dir auf den Arm. Ich möchte kein Skateboard fahren und die anderen Sachen auch nicht. Auch kein Tablet und alles. Warum habe ich jetzt einen Hasen hier bei mir? Eieiei, also ich verstehe Papa nicht. Wir können ihn mit nichts glücklich machen. Er ist gar nicht zufrieden. Er ist total schwierig heute. Meinst du, wir bekommen es irgendwie hin, dass er hier in den Pool springt? Da ist er doch immer so gerne. Mir kommt gerade eine Idee, Julian. Dafür brauchen wir aber dringend die Hilfe von Onkel Stefan. Oh, ich glaube, ich habe noch eine viel bessere Idee. Ja. Na, Kinder, wo klemmt der Schuh? Alles in Ordnung bei euch? Nee, Onkel Stefan, also Papa ist total schlecht gelaunt und der will einfach nicht aus dem Bett steigen, deswegen. Ja, eure Mutter ist ja nicht da. Ich weiß noch damals, als Claudia mal 2 Wochen mit ihren Eltern im Urlaub war. Da war das genauso mit Martin. Naja, und jetzt hatte Julian diese gute Idee. Komm mit nach oben, Onkel Stefan. Okay, ist das jetzt so, wie ihr euch das vorgestellt habt? Ja, sieht gut aus. Danke, Onkel Stefan. Also Papa liebt ja Challenges und ich meine, wenn er hier mitspielt, dann hat er wieder gute Laune, bestimmt. Ich werde mal diese Pflanze hier noch wegtragen. Wir müssen ja schließlich auch alle hier ins Badezimmer reinpassen. Guck mal kurz bei Papa um die Ecke und er ist immer noch schlecht gelaunt. Leute, also ihr könnt schon trotzdem alle nach oben kommen. Also heute, da gibt's eine neue Challenge und zwar die ist von mir. Wähle nicht die falsche Toilette. Julian, Hanna, ich mach mich dann mal aus dem Staub. Also wenn ihr nochmal meine Hilfe braucht zum Abbauen oder so, sagt einfach Bescheid. Eieiei, wähle nicht die falsche Toilette. Die Kinder kommen auch immer wieder auf neue Ideen und als ob das Martin aufmuntern wird. Also ich würde mich freiwillig melden, Julian, in der ersten Runde. Nein, ich fange an, auf jeden Fall. Julian, Philipp, nicht streiten, ihr könnt doch beide anfangen. Jeder sucht sich eine Toilette aus. Ich würde die hier nehmen. Na, dann bleibt mir die hier. Also die würde ich nehmen. Oh, wow, also das ist, glaube ich, dieser Kleber, mit dem man Schleim selber machen kann. Ja, habe ich schon öfters gesehen. Oh Mann, ob das wohl das Gute ist? Ich guck mal, was bei mir drin ist. Oh, ist eine Riesenspinne. Naja, diese Runde geht eindeutig an Philipp. Ja. Yep. Und Julian, du brauchst nicht schreien. Das ist keine echte Spinne. Das ist nur so eine Figur. Hey, Platz da. Die nächste Runde, die spiele ich. Hey, was machen Sie denn hier? Wie sind Sie überhaupt hier in unser Haus reingekommen? Oh,
Oh Mann, nochmal Glück gehabt. Aber die Spinne, die sah echt aus. Also, Onkel Stefan, Hut ab. Kann mir mal bitte einer sagen, was die Mutter vom großen Julian hier bei uns zu Hause macht? Also, die habe ich nicht eingeladen. Tja, mich hat zwar keiner eingeladen, aber ich bin trotzdem hier und ich will in der nächsten Runde mitspielen. Also, Platz da. Oh Mann, ja, ist ja gut, aber schreien Sie mich nicht an. Möchte irgendjemand gegen die Mutter vom großen Julian antreten? Nee. Nein, auf keinen Fall. Also gegen die nicht. Ach, Pia, kannst du mir sagen, warum es hier so laut ist bei uns? Ich wollte doch einfach nur meine Ruhe haben und die Kinder machen hier so einen Lärm. Die haben wahrscheinlich schon wieder Spaß im Pool da. Aber jetzt muss ich mal nochmal ein Machtwort sprechen als Vater. Ich möchte meine Ruhe schließlich haben. Aber ich glaube, ich sollte nochmal kurz auf die Toilette. Also ich war ja schon länger nicht. Also irgendjemand muss sich jetzt freiwillig melden. Wer möchte gegen die Mutter vom großen Julian antreten? Kann mir mal bitte einer erzählen, was hier bitte los ist und warum haben wir jetzt 3 Toiletten bei uns im Badezimmer? Oh yes, der Plan geht auf. Papa ist da. Papa, wir haben hier eine Challenge. Ja, und diese Challenge heißt, wähle nicht die falsche Toilette. Also, du kannst gerne mitmachen, Papa. Ach, Sie trauen sich doch sowieso nicht, gegen mich anzutreten. Sie werden auf jeden Fall verlieren. Was machen Sie denn bitte in meinem Haus und ich soll gegen Sie verlieren? Niemals. Tja, dann trauen Sie sich doch, gegen mich anzutreten. Na, und ob ich mich traue? Ich wähle hier diese Toilette. Genau die hier. Die Toilette mit dem blauen Deckel. Na, siehst du? Ich wusste es. Papa wird es gefallen. Und schon macht er mit. Herr Vogel, ich hoffe, Sie werden gewinnen. Als ob. Ich werde auf jeden Fall gewinnen. Ich werde mal hier den Deckel öffnen. Was ist das denn? Das ist ja eine Schlange. Oh, eine echte Schlange. Oh nein, Hilfe. Ich dachte, hier bei dieser Challenge könnte man was gewinnen. Geld oder so. Aber, oh nee. Tja, die scheint schon weg zu sein. Aber das ist doch keine echte Schlange, oder, Julian? Nein, alles gut. Das war Onkel Stefan. Der hat so Sachen mitgebracht, die ziemlich echt aussehen. Also eben war auch eine Spinne. Die war natürlich nicht echt. Ja, dann schaue ich jetzt mal in meine Toilette. Da ist ja gar nichts drin. Und da fällt mir ein, ich muss hier ganz dringend auf Klo. Alle Mann raus, bitte. Aber ganz schnell. Papa, Mann, das war jetzt eigentlich nicht so gedacht, dass du wirklich auf die Toilette drauf gehst. Oh Mann, schade, dass die Challenge jetzt schon zu Ende ist. Aber naja. Also für uns hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Papas Stimmung ist schon viel, viel besser. Ja, das war wirklich ziemlich übel. Das könnt ihr euch alle überhaupt nicht vorstellen. Der war richtig schlecht gelaunt. Also die Toilette ist frei und natürlich auch sauber. Die Challenge kann weitergehen. Oh, oh cool, es geht doch weiter. Weiter geht's. Gute Idee war das. Oh Mann, Julian, das war echt ausnahmsweise eine richtig coole Idee von dir. High five. Mhm.